Cloud, oder? Es geht um Aris, oder? Sorry, Shinra hat sie. Ich weiß, sie haben sie von hier genommen. Sie waren hier. Das wollte Aris so. Was will Shinra von Aris? Aris ist vom alten Volk, die einzige Überlebende des alten Volkes. Was hast du gesagt, aber bist du nicht ihre Mutter? Nicht ihre wirkliche Mutter. Oh, es ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg, mein Mann wurde an die Front geschickt, weit weg an einen Ort namens Utai. Eines Tages ging ich zum Bahnhof. Ich hatte einen Brief bekommen, er sollte im Urlaub nach Hause kommen. Das ist Retro und Bix. Retro und Bix. Bix und Chassis. Süß. Alles klar, ja. Was war denn das bitte? Okay. Echt traurig. Diese Musik. Mein Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Nein, ich bin sicher, dass sie nur seinen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof, dann eines Tages. Während des Krieges erlebte man so was oft. Bring Aris in Sicherheit, das waren ihre letzten Worte. Mein Mann blieb fort, wir hatten keine Kinder, wahrscheinlich war ich einsam, darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Aris und ich lernten uns sehr schnell gut kennen. Das Kind redete sehr gern, sie sprach über alles mit mir. Sie sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen und ihre Mutter sei schon zum Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist und viel mehr. Zum Planeten zurückgekehrt? Ich wusste nicht, was sie meinte. Ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutete. Aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen. Mama! Bitte weine nicht. Einmal sagte Aris das, als ich sie fragte, ob es etwas passiert sei. Auf einmal sagte Aris das, als ich sie fragte, ob etwas passiert sei, so etwas. Jemand, der dir nahesteht, ist gerade gestorben. Seine Seele kam zu dir, aber er ist schon zum Planeten zurückgekehrt. Damals glaubte ich ihr nicht. Damals glaubte ich ihr nicht. Aber eines Tages, einige Tage später, was lese ich denn nur vor? Einige Tage später erhielten wir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich. Bis eines Tages. Wir wollen, dass sie uns Aris zurückgeben. Wir suchen schon seit langem nach ihr. Nein, niemals!
Aris, du bist ein ganz besonderes Kind, von ganz besonderen Abstammung. Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk. Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wird uns in ein Land der Glückseligkeit führen. Aris wird all den Leuten in den Slums zum Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Aris Hilfe. Aris. Das stimmt nicht, ich bin nicht vom alten Volk. Ich bin nicht vom alten Volk. Aber Aris, du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen, bis wenn du ganz allein bist. Bestimmt manchmal Stimmen, bist, wenn du halt ganz alleine. Wieder so Türke. Ey, bist, wenn du ganz alleine? Alles klar. Nein, ich höre keine. Aber ich wusste es. Ich wusste von ihren geheimnisvollen Kräften. Sie bemühte sich so sehr, sie zu verheimlichen. Deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas bemerkt. Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra braucht sie. Sie werden ihr wohl nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Zeng. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene, Aris wurde wegen Marlene gefangen. Es tut mir leid. Marlene ist meine Tochter. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater. Wie konntest du nur jemals ein Kind so allein lassen? Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht, wenn... Aber du musst eins verstehen. Ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen um Marlene. Ich will immer bei ihr sein. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Ja, jetzt. Zeus. Es ist meine Schuld. Ich habe Aris darin verwickelt. Sag sowas nicht. Aris glaubt das nicht. Ich bin so froh, dass du okay bist. Papa, weine nicht, deine Stoppeln tun mir weh. Cloud. Du hilfst Aris, nicht wahr? Sie hat so viel für mich getan. Wenn du gegen Shinra kämpfst, kann ich nicht einfach hier bleiben. Ich komme auch mit. Weißt du was? Aris hat mir ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, was für ein Typ Cloud ist. Ich wette, sie mag dich, Cloud. Ich hoffe es. Ich sag Tifa nichts. Alles klar. Die Kleine weiß Bescheid. Ah, schon wieder. Ah, zog los. Du wirst Aris suchen, oder? Ja. Ich geh mit. Wir gehen direkt ins Shinra Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bliebe, würde ich wahnsinnig werden. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar, das macht mir nichts aus. Hier ist es jetzt gefährlich, du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkommst. Lass dich bloß von niemandem umbringen. Also, das heißt Action. Wie kommen wir zum Shinra-Gebäude? Es gibt keinen Zug mehr, der darauf fährt. Lasst uns doch einfach zum Walmart gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Okay.
Viel Geschichte war das jetzt. Zumindest wissen wir jetzt viel Bescheid. Zack. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht neue Sachen bekommen. Was soll der ganze Blödsinn? Mir ist der Schnurz, ob sie sich Avalanche, Avantgarde oder sonst wie nennen. Jeder, der die Platte auf uns stürzen lassen will, ist einfach nicht ganz dicht. Versuchen wir uns. Ah, gibt's nichts. Okay. Da wollte ich auch gar nicht hin. Als Zeitverschwendung. Nur zum Einkaufen. Zack. Servus, hast du was Tolles? Und ich rede mit dir. Stinsel, richtig, wir handeln hier nur gegen Gil. Keine Ausnahmen. Schön. Ach, nix. Hast du was? Hoppla. Denk bloß nicht, dass du einfach zu mir kommen und meinen Kühlschrank leer futtern kannst. Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Ich wollte doch nur einkaufen. Digga. Seid ihr alle so lahmarschig? An einem Ort wie diesem bräuchte man mehrere Leben. Und es wäre immer noch nicht genug. Wie wär's mit etwas Materie? Ich muss was verdienen, um von hier wegzukommen. Ah. Kein Ding zum Laden. Ich bin ja nicht sicher, dass hier so ein... Ja, genau. Man weiß nie, was alles passieren kann. Die Welt da draußen ist ein Irrenhaus. Da braucht man eine Waffe, auf die man sich verlassen kann. Hab ich recht? Denke schon. So. Nochmal zweimal. Und equippen euch damit. Ja, ich hab schon. So. Jetzt erledigt. Was verkauft er? Okay, der ist tot. Boah, das Schwert da hinten, das sah echt cool aus. So, jetzt machen wir uns zu Walmart. Nee. Jetzt gerade nicht viel zu sagen, ne? Der Krieg fängt bald an mit Shinra. So viel ist schon mal sicher. Zack, zack, zack. Alles kaputt. Ausruhen sollten wir uns mal. Ist mal sicher. Die Musik von Final Fantasy 7, also allgemein von Final Fantasy, ist doch einfach genial, Leute. Hier kann man einfach nichts sagen. Ich soll mich mal anders hinsetzen. So. Ja, Level Up! Ja, nice! Level 12. Wird man endlich mal ein bisschen stärker. Alter. Leute, das mal an alles zerstört. So. Da gehen wir jetzt kurz rein und schlafen mal. Hey, ihr alle, bitte bleibt hier. Nein, wir sind schon hier geblieben. Das passt jetzt. Diese Hunde hier im Haus bellen gerade ganz Zeit. Ah, mein Mikro nimmt das zum Glück nicht auf.
Willst du mal was Tolles sehen? Komm mit. Okay, was gibt's da?